Da sind einmal die Parkplätze. Jo. Du parkst wie ein Arsch. Ja, stimmt, wollen wir nicht so sein, Alter. Ich hasse auch diese. Die nehmen halt immer für zwei Leute. Wie parkst du? Ja, chill doch mal. Soll ich dich vielleicht einweisen? Oder? Alles gut, passt doch. Alles gut, passt doch. So. Okay, perfekt. Super. So, wie geht's dir sonst, Sven? Alles gut? Ja, also gestern hatte ich ein bisschen Schädelbrummen, aber jetzt geht's so langsam wieder. Ja, mal schauen, was hier heute für eine Show hier bieten. Ja, ne? Bin ich auch gespannt, ne? Ich bin ja hohe Erwartung. Ja, richtig. Da sind auch viele hier, ne? Jo, Alter, gleich da die Stunt-Show, Alter. Jetzt geht's ab. Ja, Mann, ich bin richtig gehypt. Alles gut? Jo, Mann, ich bin Stuntman Olaf. Ich veranstalte die Scheiße hier. Wer bist du? Stuntman Olaf. Hey, Crazy Olaf, der Stuntman, Alter. Ja, komm hier, komm vor Olaf, dem, ich bin richtig gespannt, ey. Ich bin hohe Erwartungen, hab ich. Ja, Mann, es wird wild, Mann. Es wird, ja, wird ganz wild, Alter. Okay, Mann, ich glaube, wir können jetzt gleich starten, Mann. Ich geh mal zu den anderen. Ja. Ja, Mann. Oder was sind denn da für Kennex da wieder, die da irgendwelche Dings hier rummachen? Das ist über die Rennen bescheid. Die drehen wieder Video. Die wollen hier Frankfurt-Video drehen. Gut, einen wunderschönen guten... Oh, es geht los, Mann. Willkommen hier bei Stuntshow. Habt ihr Eintritt gezahlt? Ich hoffe, ja. Ja. Nee, sorry. Natürlich. Okay. No. Ja. Ich hoffe heute, ihr habt Spaß und ihr gebt richtig Gas, ha? Jetzt alle, seid ihr bereit für die krasseste Jawohl! Let's go, Alter! Okay, So, ich bitte euch einmal, bitte mir zu folgen. Wir gehen jetzt Richtung VIP-Tribüne. Und ja, einmal bitte folgen. Wir haben natürlich auch alle VIP bezahlt. Natürlich. Gutes Gefühl. So, ich bin VIP. Wo gibt's die Durchgang für die VIP-Gäste? Ja, wo ist hier VIP? Ist das hier nach Klassen unterteilt? Ja, Kollege, sagen Sie mal, ich habe auch VIP bezahlt. Ich glaube, die haben nicht mal richtig aufgepasst, wer VIP ist und wer normal ist. Das ist ja auch nicht für so. Die haben also den extra viel Geld. So, 2000. An die VIP-Gäste. Ja? Gleich kommt Lissetze. Ja, Lissetze mit Kran. Machen übertragen und dann oben links rechts Uppercut. Ja? Was? Was? Haben Sie mich jetzt? Nein. Mann, richtig den abgehobenen jetzt. Also, Lissetze, ihr kennt doch Lissetze. Gesundheit. Was? Was? Er meint LSC. Ach so. LSC. Pop mit einer großen Kran. Mhm. Und die VIP-Gäste gehen darauf. Perfekt. Was haben wir da runterfällt? Servus. Hallo. Alles gut soweit? Ja, bei dir. Ich habe da mal kurz eine Frage. Magst du mal mitkommen? Und zwar, du bist doch die Clarissa, ne? Ich bin die Emma. Die Emma. Ja. Du Emma, ich habe da mal eine Frage. Mhm. Bist du denn schon aufgeregt? Nee, ich mache ja nicht die Stunts. Wie, du machst nicht die Stunts? Ich bin doch nur die Managerin. Ach, du managst das Ganze hier? Ja, als Co-Manager. Wie Co-Manager. Ja. Also, bist du VIP? Genau, deswegen wollte ich jetzt mal fragen, wie sieht's denn aus? Ich habe ja auch viel Geld gezahlt. Ja, natürlich. Mhm. Die VIP-Guests kommen auf so einen Truck drauf. Die haben dann natürlich die beste Sicht und die müssen nicht mitlaufen. Das Fußvolk muss dann laufen, ne? Und dann haben sie den Vorteil, dass sie nicht laufen. Das ist ja super. Ich muss das nur noch mit dem Mitarbeiter abklären, dass er jetzt an die richtige Position kommt. Ich sag dann noch Bescheid, ja? Vielen Dank, danke dir, Emmy. Ja, das ist ja super. Ja, dann wie sieht dann das hier aus mit Drinks? Ja? Mit Drinks? Aftershow-Party? Ich habe Champagner. Ja, einen Moment. Ich muss leider... Mein Stuntman ruft mich an. Ich muss mal kurz da Oder im Hintergrund so... Wann essen? Hallo? Mach mal den PC jetzt aus. Der steht am Eingang. Die Arme, Alter. Warum ich einfach irgendeiner schreit im Hintergrund. Hey, ist das tasty? Ja, das ist ein krasser Kerl. Hey! Frau und Kinder zuerst! Aua! Frau und Kinder zuerst! Aua! Hier möcke ich! Herr Oleke, wie geht's Ihnen? Komm jetzt hier, lassen Sie mal umarmen. Nein, bitte abschneiden, das ist nicht so gut. Guten Abend. Na, haben Sie auch die Rollerblades erneut? Ja, ist nicht schon wieder. Was gesagt von denn? Hey, was gibt es denn? Cool. Ja, wir wollen mich Pity Post, kleine Stand-Show.
Boom. Sorry. Ich habe sogar einen Helm mitgebracht. Ja, aber... Woo! Das ist ja so aufregend! Woo! Oh mein Gott, ich habe viele Lachen in meinem Movie! Er hat doch noch nicht mal angefangen. Bitte nicht so schnell, ja? Ja, alles gut. Woo! Ui, ach du Scheiße! Wow, 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 das ist ja unglaublich, unbelievable. Also ist Ihnen das ein bisschen zu schnell, oder? Ja, bitte nicht so schnell, ja, das ist, ich bin ja, ja nicht okay. So... Ja, gar kein Problem. Insane, holy. Das ist okay, oder? Ja, und was haben Sie sonst so geplant für Stand-Shows? Gar nichts, ich bin tatsächlich spontan hier. Wie? Vor einer halben Stunde bin ich hier dazugekommen. Und wofür habe ich jetzt als 100 Fahrer. Dollar bezahlt, damit die ein bisschen mit Moped hin und her fahren oder was? Ja, Sie können ja die... Haben Sie VIP oder was? Ja. Ja, dann können Sie ja auf den LKW hier. Hallo, kannst du das mal bitte lassen? Ich probiere gerade was auf. Bruder, was ist hier los? Slap me! Du some about it! Do some about it! Halt's Maul. Wie ist die denn? Alles gut? Mir geht's wunderbar. Sehr gut geht es mir seit einer Woche. Wie geht es Ihnen? Mir geht's auch gut. Alles gut soweit. Ja? Wunderbar. Ich habe so gute Freunde, die bringen mir immer, die fragen mich jeden Tag, ob mir irgendwas fehlt, ob mir was bringen können. Ja, siehst du, ist doch gut so. Ja, das ist wirklich, ich bin stolz darauf. Wirklich. Weißt du, wie heißt diese Freunde? Glovo. Was machen Sie denn hier? Ja, Ching, Wang, you know what I'm saying? Ching, one the same, man. Nima, was ist denn deine Akzent los auf einmal? Hör auf, Nima, lass es. Ja, halb. Wie war denn Ihr Name? Ich hab also, ja auch die Namen muss auch hier mal was durchsetzen die VIP können. Sind. Und die dürfen auf den Wagen. Emmy, soll ich dir mal helfen, ein bisschen unter die Arme kriegen? Ein Moment, ich werde angerufen. Also wir sind Securities aus dem Casino, wir könnten das natürlich... Hallo? Ah, yeah, Ich bin Secret VIP. Was ist denn da vorne, Digga? Bro, guck mal, da vorne, die chillen einfach auf diesen... Wow! Ein Polizeihelikopter. Herr Oleke. Wie cool ist das denn? Herr Oleke. Wow! Hände weg. Ach nee, nicht sehr Oleke. Die fassen den nicht an. Was ist oh mein Gott! Was ist denn hier los? Herr Oleke. Hola. Sieht dumm aus. Was machen Sie? Guten Abend. Guten Abend. Wie bist du das? Was ist hier passiert? Gibt's hier ein Problem? Ja, hier gibt's hier ein Problem. Gar nichts, ja. Ach so, was ist denn das Problem? Was soll das denn? Was denn? Ja, diese Tourerei hier immer, ihr seid was Besseres. Wir sind doch alles nur Menschen. Wir bestehen doch alles nur, wir sind doch gleiches Fleisch und Blut. Ja, genau. Was soll sind das genauso denn? Bürger wie ich. Ist ja alles in Ordnung. Nee, sie tun Nein? immer so, als wenn sie was Besseres, weil sie diese Uniform tragen. Und es geht mir langsam gegen den Strich. Alles klar? Was habe ich denn gemacht, dass ich was Besseres bin? Dass ich Uniformpflicht Jedes Mal dieses Auftreten von Ihnen, dieses, ich bin was Besseres. Ist das ein Klassenunterteil? Tut mir leid, dass Sie erste Klasse waren und ich nicht. Ich bin noch in die erste Klasse geflogen, aber ich schaue es mir auf jeden Fall an. Hätten Sie sich mal einen richtigen Job gesucht, dann hätten Sie vielleicht mal die erste Klasse geflogen. Oder wenigstens Business Class. Ich liebe meinen Job, Herr Oleke. Sie haben ein Diamond Casino. Sie haben ein riesengroßes Casino. Richtig. Ja, Sie haben Luxus pur, glauben Sie mir das. Ja, und was spielt das jetzt zu Rode? Ich fühle mich trotzdem nicht so, als wäre ich was Besseres. Ja? Das ist doch gut. Wie doch auch nicht. Anscheinend ja schon. Wie anscheinend ja schon. Dienstnummer. 13. 19. Super. Schauen wir mal, ob die 19 morgen frei wird. Morgen frei? Period, bitch. You can't play again with me. Das kann ich aber auch. Nein, Lüge. Also wenn ich für so einen Haufen Scheiße 100 Dollar für ein VIP bezahle, dann muss man echt leiden. Ja, haben wir auch schon gesagt. Du sagst, was? Du bist so eine Banane jetzt. Der Casino-Besitz hat doch eh Geld zu scheißen. Der stimmt sogar. Ja, genau das. Wollen Sie da jetzt raufgehen oder so? Ja, ich weiß nicht, wo ich da drauf soll. Das sieht mir eher aus nach Second Class, ja. Also. Bloß nicht mehr Hallo sagen, ne? Nee, nee. Weil wir sind ja keine Polizisten, wir tragen ja nicht diese Uniform. Hier noch Tschüss sagen. Tschüss. Stopp! Hallo! Ich höre mich drin gegangen. Scheiße. Muss der Wagen. Egal, scheiße. Muss der Wagen jetzt. Bitte halten Sie es dann wenigstens fest, ja? Ich höre mich fest. Überleg, das hat ein Nachspiel noch. Glauben Sie mir. Wie, das hat ein Nachspiel? Ich wollte einfach mal Helikopter fliegen. Das ist mir egal. Sie bleiben jetzt sitzen und nerven uns nicht. Seien Sie ruhig jetzt. Okay, ich bin ruhig. Okay, habt das Kennzeichen. Hey, Oleke. Gut, wir landen wieder. Ist es der Wagen? Ja.
Wenn die 19 kommen. Ich werde jetzt nicht darauf reagieren, Herr. 19 kommen bitte. Einmal freimachen. Ja, 19 hört! Wir haben hier zwei Verdächtige direkt am Landeplatz. Ende. Danke Jungs, dass ihr Platz gemacht habt. Danke, wirklich, danke. Ich werde den wirklich immer wieder gerne. Ja. Landet, Männer. Darf ich auch, darf ich? Ja, Oleg, sie stellen jetzt aus, jetzt. Ohne nein. Darf ich auch mal eine Runde fliegen? Ohne nein. Keiner fliegt hier. Aussteigen. Hey, wieso? Aussteigen. Ja, Oleg. Aussteigen. Kann man mal... Tatsächlich hat er sich reingeschenkt, noch war nicht. Mistik-Tuk, ohne nein. Ich bin Casino-Besitzer, so werde ich nicht behandelt. Verstehen Sie das? Ja, ich verstehe halt nicht, wie Sie als Casino-Besitzer sich beim PD bewerben möchten. Verstehe ich halt ich auch nicht. Ich wollte einfach mal einen gucken, ob ich eine Chance habe. Yeah? Ja, aber hätten wir Sie eingestellt, hätten Sie das Casino dann hergegeben? Nö. Das hätte ich dann wie hätten Sie das denn zeittechnisch gemacht? Das kriege ich schon hin. Ich habe einen guten Zeitplan. Ich habe einen sogenannten Tagesplan. Ein Tagesplan? Aber so oft ist es aber nicht da, ne? Haben das Sie eine Sekretärin? Ich habe es dann auch nicht mehr das Dime-Casino zu leiten. Eine Sekretärin? Ja, genau. Wenn ich das nicht leite, sondern das leiten andere Leute. Ich lasse doch nicht. Ah, okay, ich arbeite gut. Doch nicht selber. Ich lasse doch für mich arbeiten. Okay, wieder was vom Leben haben, verstehst du? Ja, und ich habe eine Sekretärin, die ist aber tatsächlich jetzt schwanger geworden. Ich suche aktuell nach einer neuen Sekretärin. Ach so. Ja, Frau Dean, falls Sie da mal Zeit hätten oder Lust, Interesse hätten, können Sie ja gerne Bescheid sagen. Ja? Alles klar, mache ich. Super. Wenn Sie dafür sorgen werden, dass mein Job verliert, was Sie mir ja angedroht haben, dass ich morgen frei bin. Ach so, also kann ich theoretisch jetzt dafür sorgen, dass Sie morgen Ihren Job nicht mehr haben und dann kann ich Sie als Sekretärin Sie haben es mir doch vorhin gedroht. Nö, aber wenn Sie das so ist, dann kann ich das ja wirklich jetzt so einfügen. Ach, Sie möchten es jetzt doch einfügen. Das ist jetzt eine Drohung. Wie? Das ist ja keine Drohung. Ich will ja, dass Sie bei mir als Sekretärin arbeiten. Also wäre das einfach nur ein Plan und keine Drohung. Ach so. Okay. Was kickst denn so? Sag mal. Was zitterst denn so, Herr Oleke? Was zittern Sie denn so? Was zitterst denn so? Sag mal. Was zitterst denn so? Was ist denn das eigentlich für eine Low? Also das ist ja wirklich, guck mal, der Sie eine, wissen der... Sie es selbst nicht, Herr Oleke. Das ist eigentlich nur rumgespringen, ich weiß es nicht. Sie sehen ja das Motorrad da oben, das macht sehr krasse Stunts. Das kann natürlich nicht jeder. Wissen Sie, was ein kranker Stunt wäre? Wenn Sie warten, bis das Motorrad nochmal über diese Klippe, über diese Rampe springt und Sie fliegen dann mit Ihrem Rotor in dem Helikopter einfach ins Motorrad rein und dann rotern Sie dann in der Rampe. Dann würden wir tatsächlich ein Leben riskieren. Ja, das würde ich ungern machen. Ja, aber wäre doch mal lustig, ne? Das wäre eine Stuntshow. Naja... Ich würde es nicht als lustig empfinden, wenn jemand anderes Schmerzen und ich der Grund wäre. Das ist doch absolut nicht lustig. Könnten Sie bitte mich nicht zum Lachen bringen? Es ist absolut nicht lustig. Nein, unprofessionell. Ich würde gerne mein Geld zurückhaben. Hallo, hör mal auf mich zu schubsen. Jetzt sind Sie sauber auf mich wieder, warum? Ach, mal, oh, 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 oh. Natürlich, ne? Natürlich. Das war geisteskrank. Natürlich war es geisteskrank. Let's go! Wir sind geisteskrank. Gut. Präsident, sind Sie noch zufrieden? Sind Sie sauer auf mich oder was ist los, Ben? Du meldest dich ja nicht mehr. Du bist ja jetzt mit anderen Leuten unterwegs. Du hast ja neue Freunde. Ist ja okay. Du hast mich ja jetzt ausgesaugt. Jetzt brauchst du mich nicht. Mich an? Ich hab doch keine Freunde, Blatt. Na klar. Tut mir leid, ich weiß, es ist meine Schuld. Du hast eine ordentliche Mundhaube. Kannst du wieder in die Szene putzen? Ich tut mir leid, Herr Präsident. Scheiße. So, wann geht denn die Stuntshow los? Wann geht die Stuntshow los? Die ist vorbei. Die ist schon seit 15 Minuten. Ja, wo denn? Die Show ist vorbei. Ja, die Show ist vorbei. Ich weiß, die hat euch allen gefallen. Kommt gerne wieder beim nächsten Mal. Ja, wir kommen gerne wieder. Natürlich, nächstes Mal werfen wir Polenbälle auf die Stuntmänner. Was war das denn? Das war die geilste Stuntshow, Alter. Die langweiligste Show ever. Die Auto ist vorbei. Ich hab keine Ahnung. Die Show ist vorbei, lass alle gehen. Was geht am Auto ab, Digga? Danke, vielen Dank. Ist schon vorbei. Und hat Ihnen die Stuntshow gefallen? Ja. Ja, unglaublich, unglaublich. Ich weiß, beste Stuntshow. Super Show, ihr Kelp. Super. $100 hab ich dafür bezahlt. $100 hab ich dafür bezahlt, du Hund, du. Alter, was war noch nicht mein Stuntman? Ja, Leke, das war jetzt nicht freundlich. Ja, was soll das denn? $100, damit ihr mir einmal in Grace fährt mit seinem scheiß Moped, 25er oder was? Hallo, was boxst du mich? Er war gar kein Stuntman. Was boxst du mich überhaupt? Ich bin nicht geschlagen. Ich wird nicht geschlagen, der hat mich geboxt. Der hat mich geschlagen, der hast du nicht gesehen, der hat so getreten von seinem Bike. Ja, was willst du eigentlich? Aua, sag mal. Oh, Entschuldigung, hallo, Frau Dean, es tut mir leid. Aua! Ich muss da kurz mit Herr Ihnen... Herr Oleke, Ihre Brille liegt da hinten auf dem Boden.
Hier. Kaputt. Super. Super. Wieder meine Brille kaputt. Ja, ohne Brille sehen sie auch besser aus, Herr Ulrike. Machen Sie sich keine Sorgen. Was soll das denn heißen? Ja, war doch ein Kompliment. Nee. Ich habe gerade gesagt, Sie sollen gehen. Ja? Mein Motorrad ist kaputt. Was soll ich denn machen? Dann laufen Sie bitte. Dann gehen Sie zu Fuß. Das werde ich ganz sicher nicht tun. Chauffeur spielen. Du, Dean, pass mal auf. Also ich bräuchte da wirklich tatsächlich deine Nummer wegen der Sekretärin-Sache nochmal und nur aus beruflichen Gründen müsste ich die halt jetzt einsammeln, ne? Also nicht wegen PD, nicht, dass du das wie letztes Mal wieder so verstehst, dass ich das wegen PD... Niemals würde ich das damit in, verknüpfen. Mhm. Es geht nur um den anderen Bereich, ne? Den Sekretärinnenbereich. Genau, genau. Das ist ja nur... Der ist ja auch nicht beruflich. Genau, ja. Okay. Onkel? Ja. Ja. Bruder! Wie geht's dir? Alles gut und sehen wir, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Sehr schön. Brauchen Sie meinen Personalausweis, um meinen Namen einzuspeichern? Ja, tatsächlich wäre das einmal ganz gut. Kommen Sie kurz hier mal auf Seite. Ja. Wenn nicht jeder meine Nummer hören, ich muss ja auch, Sie wissen nicht. Also ich hätte jetzt Ihnen tatsächlich meine gegeben und Sie hätten mir dann einfach eine Nachricht geschrieben. Haben Sie meinen Führerschein, meinen Ausweis bekommen? Dann speichern Sie mich einmal ein, dann gebe ich. Genau, dann sage ich Ihnen einmal meine Handynummer. 518-8733. Super, Frau Dean. Ich würde mich dann bezüglich der Sache wegen der Sekretär, wegen dem Sekretärangebot melden. Machen Sie das. Und ja, vielen Dank auch nochmal an Ihren Kollegen für Ihre blendende Arbeit heute, weil echt eine kranke Show. Ja, die hat jeden so vom Hocker gehauen. Und so. Geisteskrank. Die war ja sehr atemberaubend. Oh nein, so James Dean! Ja. Das ist ja wirklich der größte Scam, den ich jemals in meinem Leben bekommen habe, ne? Das ist schlimmer als das Diamond... Das ist wirklich schlimmer als das Diamond Set You Programm hier, ne? Ich gebe Ihr Geld zurück, ja? Alles gut, behalten Sie es. Nein, hier, bitteschön. Alles gut. Wenn Sie nicht zufrieden waren, dann... Ich bin nicht daran angewiesen. Nehmen Sie 200 sogar zurück. Nein. Alles klar? Nein, bitte. Mich interessiert das Geld nicht. Das geht nicht. Doch, behalten Sie das. Okay. Gut, dann habe ich jetzt 200 Fuß gemacht. Das ist genau das Neue Plan. Danke dir. Ja? Okay, bitteschön. Ja. Bis später immer. Ich dachte, ich gebe dir jetzt 400 zurück. Hier, ich gehe jetzt nach Hause. So. Die dachte wirklich, wir stapeln uns jetzt immer. Aber die wusste noch nicht, dass ich da... Sehr gut. Let's get it on to your favorite song. The night is young. You got me going on every single beat.